Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Exzellenz, lieber Herr Erzbischof, heute an diesem schönen, sonnigen, märchenhaften Wintertag errichten Sie die Pfarrei Johannes Bosco Berliner Südwesten. Die pastoralen Mitarbeitenden bekommen auch ein Dekret und eine neue Sendung, eine neue Segnung. Ebenso die Vertreter der Gremien werden gesegnet und gesandt, und wir alle erneuern unser Taufversprechen. Namentlich möchte ich begrüßen Frau Richter-Kotowski, die Bezirksbürgermeisterin unseres Bezirkes Steglitz-Zehlendorf, den Herrn Superintendenten Dr. Krug von dem Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf und den Herrn Superintendenten Seibt vom Kirchenkreis Steglitz. Auch den Pfarrer Büttner, den ich im Augenblick nicht sehe, den Pfarrer der evangelischen lutherischen Mariengemeinde, ah, da ist er, okay, auch herzlich begrüßt. Diese vier namentlich genannt, alle anderen sind auch ebenso herzlich begrüßt. Ich denke auch an die Menschen, die uns per Video nun hier mit, die den Gottesdienst mitverfolgen. Die können uns sehen und hören, wir können sie nicht sehen und hören, aber wir sind mit ihnen verbunden. Danke für die herzliche Begrüßung. Auch von mir ein herzliches Willkommen Ihnen hier in der Kirche, Gästen und vor allen Dingen auch Ihnen, die Sie zu Hause sind. Die Pfarrei, wir kommen zusammen. Verschiedene Gemeinden, Einrichtungen, die sagen, wir gehen zusammen, wir stützen einander, wir ergänzen. Du hast vielleicht das nicht, was ich habe und bin, und miteinander schaffen wir es, dann auch im ökumenischen Geist. Aber zusammen sind wir auf dem Weg nach draußen zu den Menschen, zu denen wir gesandt sind. Wir sind kein Selbstzweck, kein Schrebergartenverein, dem es um sich selbst geht. Wir sind gesandt, wir haben einen Auftrag für diesen Bereich Berlins. Wie Johannes Don Bosco, ein Apostel war, ein Gesandter war, in die damals schwierigen sozialen Verhältnisse hinein. Wir bitten Gott um seine Wegbegleitung, denn er ist die Mitte, er ist und bleibt die Mitte dieser Pfarrei und der Gemeinden und Einrichtungen und unseres Lebens. Und um diese Mitte sammeln wir uns und bitten, bleib du in der Mitte unseres Herzens. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, vergebe uns all unsere Schuld, damit wir mit bereitem Herzen diese Feier begehen.
Lasset uns beten. Gott, du Quelle der Freude, du hast den heiligen Johannes Bosco berufen, der Jugend ein Vater und Lehrer zu sein. Gib auch uns die Liebe, die ihn erfüllt hat, damit wir fähig werden, Menschen für dich zu gewinnen und dir allein zu dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Schließlich, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wort des lebendigen Gottes. Danke Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, 1815 ist Johannes Don Bosco in Betschi, in der Nähe von Turin, geboren. Schon zwei Jahre später, stirbt sein Vater. Und er muss schon sehr früh anfangen, für seine Familie und alles, was dazugehört, auch mitzuarbeiten. Verschiedene Berufe übt er aus, lernt er. Schlosser, Bäcker, Schreiner, das wird ihn nachher auch begleiten. Aber in seinem Herzen ist der Wunsch, Priester zu werden. Gegen viele Schwierigkeiten finanzieller Art, seelischer Art, dringt er sich mit seiner Mutter durch, diesen Beruf dann doch zu erwählen, wird dann 1841 zum Priester geweiht. Die Sorge um Priester, die Ausbildung der Priester, Priesternachwuchs war immer ein Kernanliegen von Johannes Don Bosco, auch ein Maßstab für hoffentlich segensreiches Wirken dieser Gemeinde hier. Die Sorge um die Jugend, das ist sein Hauptanliegen. Und so fängt er an, die ersten Heime und Schulen zu gründen. Er sammelt die Jugendlichen, er baut Schulen und gründet schließlich den Salesianerorden, der in besonderer Weise sich bis heute dankenswerterweise um die Sorge für die Kinder und Jugendlichen widmet. Wie groß ist damals die Not gewesen? Er kämpft, er ringt, er ist kreativ. Er geht mit der Jugend mit. Als er stirbt, 1881, da haben insgesamt 70.000 Kinder und Jugendliche allein in Italien seine Häuser durchfährt. 15 seiner Jugendlichen, die er herangezogen hat, sind inzwischen selbst Bischöfe oder Kardinäle. Eine Riesenbeerdigung, man spricht von 200.000 Menschen, die ihm folgen. 1939 wird er selig und dann 1941 heilig gesprochen. Soweit die Fakten. Aber hinter den Fakten wird nicht deutlich, jedenfalls nicht allein deutlich, was das für eine Persönlichkeit gewesen ist. Welche Liebe zu den Menschen er hatte, gerade zu den Jugendlichen. Wer liebt, sagt Johannes Don Bosco einmal, der erreicht alles, vor allen Dingen bei der Jugend. Noch heute ist in der Erziehungswissenschaft sein Ausdruck der Pädagogik, der Vorsorge, ein stehender Ausdruck, der Vorsorge der Liebe. Einmal ist er mit 300 jugendlichen Strafgefangenen, allein ohne Polizeibewachung, das war seine Bedingung, auf die Straße gegangen, mit ihnen unterwegs gewesen und alle sind zurückgekehrt, weil keiner seine Liebe enttäuschen wollte. So stark war diese Liebe. Johannes, ein Riese der Liebe, so nannten sie ihn. Das war für ihn nicht nur ein Gefühl, das war auch ein politischer Auftrag, so wie sich politische Aufträge für diese neue Pfarrei hier auch stellen. Der Sozialist im schwarzen Rock, so nannte man ihn, weil er gekämpft hat um neue Gesetzgebung, Unterstützung. Denn die Jugendlichen strömten nach Turin, in diese Großstadt, in diese Autogroßstadt später, in die Industriegroßstadt damals schon hinein, in der Hoffnung, dort Arbeit zu finden. Aber sie fanden vor allen Dingen Armut, Obdachlosigkeit, soziale Katastrophen. Für sie hat er gekämpft. Mit einem kleinen Guthaben, einem kleinsten Guthaben und der Bereitschaft seiner Mutter, die Jugendlichen in sein Pfarrhaus aufzunehmen und dann das erste Haus zu bauen, ganz bescheiden und immer mehr zu bauen, hat er so unendlich viel Gutes gewirkt. Er war ein Riese des Gottvertrauens. Johannes Don Bosco, einer seiner Sprüche, kennt nur eine Not und eine Angst. Die Angst, Gott nicht mehr alles zuzutrauen. Angst, Gott nicht mehr alles zuzutrauen. Welcher Glaube? Ein Glaube, der ihn hat Dinge angehen lassen, versuchen lassen, kämpfen lassen, ringen lassen, die scheinbar menschlich völlig unmöglich waren. Voll Vertrauen, mit einer ganz tiefen Christusverbundenheit. Ein Priester, der sich um die Ärmsten der Armen, gerade um den Jugendlichen, sorgte, Tag und Nacht. Ich kann nicht ruhen, solange der Teufel wütet, hat er einmal gesagt. Und er hat sich verzehrt.
und einem riesigen Gottvertrauen und einem großen Herz für die Menschen. Meine lieben Schwestern und Brüder, wenn Sie das so hören, dann kann man Ihnen nur Glückwünsche sagen, dass Sie sich diesen Heiligen als Patron Ihrer neuen Pfarrei ausgesucht haben, in der großen Erinnerung auch an das, was in seinem Namen hier im Gebiet dieser Pfarrei als Kinder- und Jugendbildungsstätten, Heime gegenwärtig waren, was die wieder aufgreifen, in der Sorge auch um die jungen Menschen, aber natürlich nicht nur um die jungen Menschen. Welche Verpflichtung gehen Sie damit aber auch ein? Welche Verpflichtung? Und mancher von Ihnen wird sagen, naja, vielleicht ist es dann doch etwas zu groß gegriffen. Vielleicht haben wir uns dann doch übernommen, solch einen strahlenden Heiligen als Patron zu nehmen. Dieses Empfinden kann ich gut verstehen. Und ich möchte Ihnen auf dieses Empfinden antworten mit einer Begebenheit aus dem Leben des heiligen Johannes Don Bosco, die mich persönlich immer sehr, sehr bewegt. Er ist groß geworden, in die Schule gegangen mit seinem Freund Luigi Comollo. Nirgendwo wird Luigi Comollo erwähnt, nur Johannes Don Bosco berichtet von ihm. Er schreibt: Von Luigi habe ich es gelernt, was es heißt, ein Christ zu sein. Von Luigi habe ich es gelernt, was es heißt, ein Christ zu sein. Von diesem kleinen Jungen, der mit 16 Jahren gestorben ist an einer damals unheilbaren Krankheit, qualvoll. Von ihm habe ich es gelernt, was es heißt, Christ zu sein. Nicht von den Professoren, nicht von den Priestern, nicht mal von seiner Familie. Von ihm habe ich es gelernt, was es heißt, Christ zu sein. Ohne den kleinen und unbekannten Luigi Comollo, nach dem keine einzige Pfarrei benannt wird, hätte es den großen Johannes Don Bosco nicht gegeben. Meine lieben Schwestern und Brüder, wir mögen an unserer kleinen Stelle sein, an unserer kleinen Stelle als Christen mit Gottes Hilfe wirken. Aber wenn wir einmal sagen können, ein Mensch ist durch mich zu Christus gekommen, einen Menschen habe ich wirklich mit dem Evangelium in Berührung gebracht, ich habe einem Menschen geholfen, Christ zu werden, dann hat das Leben, wie das Leben des Luigi Comollo, seinen Sinn erfüllt. Vielleicht konnte er mit 16 sterben, weil sein Lebenssinn erfüllt war. Ich wünsche Ihnen und uns allen, die wir miteinander jetzt dieser neuen Pfarrei den Weg gehen, diese Überzeugung von der Ernsthaftigkeit und der Wichtigkeit und der Bedeutung eines jeden von Ihnen und einer jeden Gemeinde und einer jeden Einrichtung und einer jeden Gemeinschaft. Nehmen Sie die Frage mit. Wird es einmal einen Menschen geben, der von mir gelernt hat, was heißt, Christ zu sein? Ich wünsche Ihnen Gottes Segen bei diesem Leben und Bemühen im Geiste Johannes Don Boscos. Schwestern und Brüder, ich möchte jetzt den ersten Teil, alles wegen der Kürze, nur in Auszügen vorlesen, mit dem das Dekret beginnt über die Aufhebung der katholischen Kirchengemeinden Herz Jesu, Heilige Familie und zu den heiligen 12 Aposteln und die Errichtung der katholischen Kirchengemeindepfarrei Johannes Bosco im Berliner Südwesten. Nach Anhörung des Priesterrates wird Folgendes nun angeordnet. Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 werden die katholischen Kirchengemeinden Herz Jesu, Berlin-Zehlendorf, Heilige Familie, Berlin-Lichterfelde und zu den heiligen 12 Aposteln, Berlin-Schlachtensee, die staatskirchenrechtlich den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben, aufgehoben. Zugleich wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 die katholische Kirchengemeindepfarrei Johannes Bosco
Berliner Südwesten mit Sitz hier in Berlin errichtet. Lieber Pfarrer Karl-Heinz Merz, ich übergebe Ihnen die neu überrichtete Pfarrei als Pfarrer mit allen Rechten und Pflichten. Sie haben dazu bereits das Glaubensbekenntnis und den Amtseid abgelegt und Ihre kanonische Institution, das Amt als Pfarrer, erhalten. Ich darf Ihnen jetzt hier an dieser Stelle am Altar Christi die Zeichen übergeben, die ich mit der Ernennungsurkunde ans Herz lege. Herr Jesus Christus, du hast den Aposteln gesagt, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Taufbrunnen feierst du mit der Gemeinde das Sakrament der Taufe. Hier sollen Menschen wiedergeboren werden aus dem Wasser und dem Heiligen Geist. Empfange die heiligen Öle für die Salbung der Alten, Kranken und Schwachen. Richte sie auf und begleite sie auf ihrem Weg zum ewigen Leben. Du bist beauftragt, im Sakrament der Buße das Wort der Versöhnung den Menschen Gottes zuzusprechen. Möge das Sakrament der Beichte für die, die ihr anvertraut sind, Ort des Neubeginns ihres Lebens in Christus sein. Leg deine Hände auf den Altar, der Sinnbild für Christus ist, die Mitte der dir anvertrauten Gemeinde. Führe sie immer wieder zu dieser Mitte hin, damit sie aus ihr die Kraft findet, die Botschaft des Evangeliums zu allen Menschen zu bringen. Ja, zum Glück bin ich nicht alleine als Pfarrer, sondern es gibt ein Pastoralteam. Und die Mitglieder des pastoralen Teams haben ihre Dekrete schon erhalten und sind gleich gebeten, eine Bereitschaftserklärung abzugeben. Und sie werden dann vom Erzbischof auch noch einmal gesandt. Ich stelle vielleicht ganz kurz die Mitglieder vor. Es ist Gemeindereferentin Frau Kerstin Fenski, Gemeindereferentin Frau Uta Jürgens. Dann ist der Pfarrvikar Konrad Heil und der Pfarrvikar Wolfgang Grunau. Und da hinten hat es verschlagen den Pfarrvikar Professor Dr. Kurt Anglet. Dann haben wir natürlich einen Diakon im Zivilberuf, Dr. Andreas Kopf, Kapläne Alberto Gatto und Dominik Jüva, dann der Kirchenmusiker Johannes Kaufhold, Verwaltungsleiterin im weiteren Sinne, gehört auf jeden Fall auch zum Team, Frau Anne-Kathrin Rauschenbach. Und jetzt habe ich noch eine gute Gelegenheit, etwas besonders Schönes mitzuteilen, dass nämlich ab diesem Monat, also jetzt dem kommenden, ein weiterer Gemeindereferent bei uns seine Tätigkeit aufnehmen wird, Herr Gerhard Heumüller. Er wird mit 50% Religion unterrichten in Lichterfelde. Und die nun lange vakante Stelle der Gemeindereferentin in Herz Jesu St. Otto ist ab dem 1.3. wieder besetzt mit Frau Bettina Birkner, die wir an der Stelle ganz herzlich begrüßen dürfen. Liebe pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie werden beauftragt, in der neuen Pfarrei als Seelsorgerinnen und Seelsorger gemeinsam Gott und den Menschen zu dienen. Ich frage Sie vor der hier versammelten Gemeinde als Pastoralteam. Sind Sie bereit, Ihre Aufgaben in der Pfarrei Johannes Bosco zu übernehmen und sie gewissenhaft und treu im Geiste wahrhaftiger Gemeinschaft auszuüben? Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, heute am Tag der Errichtung der neuen Pfarrei Johannes Bosco lade ich Sie ein, das Taufbekenntnis zu erneuern, das der Grund unseres Wirkens ist. So frage ich euch, widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat, begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Dieser Glaube führt uns in der neuen Pfarrei zusammen und ist die Basis all unseres Lebens und all unseres Tuns. Als Zeichen dafür wird nun der neu ernannte Pfarrer mit dem geweihten Wasser uns besprengen. Ja, nachdem wir nun alle unseren Glauben bekannt haben und damit ja auch unsere Sendung zum Ausdruck gekommen ist, möchte ich nur noch diejenigen erwähnen, die in besonderer Weise von der Gemeinde gewählt und beauftragt sind, das Gemeindeleben zu fördern. Wer dabei war bei der Errichtung der Pfarrei des pastoralen Raumes, da wurden so Kerzen verteilt und da waren es ungefähr 30. Das heißt, wir haben nicht nur 7 Gemeinden, sondern wir haben viele Orte kirchlichen Lebens, Gemeinschaften, die alle hier jetzt vertretungsweise mit anwesend sind. Und im Pfarreirat sind nun alle diese Gemeinden, Orte kirchlichen Lebens, auch die hauptamtlichen Mitarbeitenden vertreten. Vorstand des neu gewählten Gemeinderates ist Frau Gabriele Bühler und Herr Professor Markus van der Giet. Der Kirchenvorstand hat sich auch neu konstituiert und aus den bestehenden 3 Kirchenvorständen ist ein neuer gebildet worden. Der stellvertretende Vorsitzende ist Professor Dr. Karl Riesenhuber. Nun bitte ich, erhoben haben sich ja schon alle, dass man sich vom Bischof noch einmal segnen und senden lässt. Wir preisen dich, großer und mächtiger Gott. Du hast dir dein Volk berufen und es sicher durch die Zeiten geführt. Du hast Frauen und Männer erwählt und sie für ihre vielfältigen Dienste gestärkt. Wir bitten dich, sieh auf deine Dienerinnen und Diener, denen ich den Diensten der Pfarrei übertrage. Hilf ihnen, auf dein Wort zu hören. Stärke sie durch die Feier des eucharistischen Mahles. Beschenke sie mit den Gaben deines Heiligen Geistes, damit sie in aller menschlichen Schwäche ihre Aufgaben nach deinem Willen erfüllen können. Führe durch ihren Dienst deine Kirche in Einheit und Vielfalt zusammen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Und ich danke allen, die in den letzten Jahren, in der Zeit auch des Raumes, Wachstums, hier Verantwortung übernommen haben, die miteinander sich auf das Abenteuer, auch das Ganze mit Leben zu erfüllen in einer neuen Form und mit ganz tiefen Inhalten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Bereitschaft und wünsche Ihnen Gottes Segen und auch innerlich viel, viel Freude dabei. Gütiger Gott, du hast dem heiligen Johannes Bosco ein mitfühlendes Herz geschenkt und ihn zu guten Taten zum Wohl seiner Mitmenschen ermutigt. Höre unsere Bitten. Guter Gott, viele Kinder und Jugendliche leben auf unserem Pfarreigebiet. Gib allen, die mit ihnen arbeiten und leben in Gemeinden, Kitas, Schulen, Wohngruppen und Familien, einen guten Blick dafür, was sie brauchen und wie wir sie stärken können auf ihrem Lebensweg. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, viele Menschen leiden weltweit unter der Corona-Pandemie. Gib den Kranken und ihren Angehörigen, allen Helfern und Helferinnen, den Berufstätigen, die um ihre Zukunft bangen, Kraft und Zuversicht. Und gib allen Verantwortlichen, die wichtige Entscheidungen treffen müssen, ein gutes Urteilsvermögen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir sind Teil der Schöpfung. Stärke bei allen Menschen das Bewusstsein, dass die Mitverantwortung tragen für den Erhalt der Artenvielfalt der Tiere, der Pflanzen und der Natur. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, viele Menschen haben sich seit Gründung der einzelnen Gemeinden auf dem Gebiet unserer neuen Pfarrei engagiert und einen Teil ihrer Lebenszeit hierfür eingesetzt. Schenke den heute noch Aktiven Freude und Kraft in ihrem Dienst und den Verstorbenen ein neues Leben in deiner unendlichen Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns und alle, für die wir gebetet haben, deine Barmherzigkeit und Hilfe erfahren. So bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Die Kollekte, die nachher am Ausgang erbeten wird, ist bestimmt für die Initiative Straßenkinder e.V.
Barmherziger Gott, nimm die Gaben an, die wir dir beim Gedenken an den heiligen Johannes Don Bosco weihen. Die Feier, an der wir teilnehmen, schenke uns die Gnade, durch gute Taten deine Liebe zu bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Gedenken und Fest des heiligen Johannes Don Bosco deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Heiner und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Johannes Bosco und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Voll Vertrauen beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen dieses göttlichen Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Gib uns deinen Frieden. Seht in der für uns gebrochenen Gestalt des Brotes, Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Die Freude, ich lobe.
lobe die Freude. Ich lobe die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat. Ich lobe die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat, dass der Mensch nichts Besseres hat. Unter der Sonne. Ich lobe die Freude. Ich lobe die Freude. Ich lobe die Freude. Ich lobe die Freude. Ich lobe, ich lobe, ich lobe, ich lobe die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne. Denn ein jeglicher Mensch, der da isset und trinket, der da isset und trinket, und hat guten Mut in alle seine Arbeit. Und hat guten Mut in alle seine Arbeit. Das ist deine Gabe. Das ist eine Gabe Gottes. Und hat guten Mut, und hat guten Mut, und hat guten Mut in aller seiner Arbeit. Das ist eine Gabe Gottes. Das ist eine Gabe Gottes. Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, die heilige Speise, die wir empfangen haben, schenke uns neue Kraft, damit wir nach dem Vorbild des heiligen Johannes Don Bosco die Werke der Barmherzigkeit tun, Unwissende lehren, Trauernde trösten, Suchenden raten und allen Menschen auf dem Weg zu dir helfen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Ja, die Grußworte, die normalerweise jetzt möglich wären, sind zum Teil schon aufgenommen und können von denen, die jetzt das Streaming mitverfolgt haben, gleich im Anschluss gesehen werden. Man kann die aber dann auch auf der Homepage später noch abrufen. Herzlichen Dank jedenfalls für die Grußworte, die uns erreicht haben. Einen persönlichen Gruß hat auch Pater Otto von den Salesianern aus dem Salesianerzentrum in Marzahn überbracht. Einmal dieses Bild und dann hier vorne Sieger Köder. Da muss man länger drüber nachdenken oder das interpretieren. Jedenfalls herzlichen Dank für dieses Zeichen der Verbundenheit mit dem Don Bosco-Zentrum in Marzahn. Wir haben auch noch ein kleines Gedenkstück sozusagen von Don Bosco selber hier vorne. Der Erzbischof wird nachher mit dieser Reliquie dann auch den Segen erteilen. Und vielleicht noch als perspektivische Ansage, der Erzbischof hat zugesagt, im Sommer oder wenn ein günstiger Termin da ist, dann in einer größeren Räumlichkeit, wo alle Gemeinden und Orte kirchlichen Lebens Platz finden, nochmal mit einem Gottesdienst zu feiern, wo alle dann auch mitfeiern können und ein schönes Gemeindefest im Anschluss möglich sein wird. Und ein kleines Präsent bekommen Sie nachher auf den Weg. Die Spatzen sind ja das so ein Zeichen von Don Bosco, die Spatzen pfeifen lassen. Schwester Ruth, unsere Moderatorin von der Benediktinerabtei St. Gertrud, hat in dieser Klosterbäckerei so einen kleinen Spatz, so ein kleines Stückchen zum Mitnehmen für uns mitgebracht. Und an der Stelle sage ich auch nochmal, der Erzbischof hat schon getan, vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Aber ich sehe hier noch Prälat Dubowski und Herrn Weber, die diesen Prozess vom Ordinariat her mitbegleitet haben. Und Schwester Ruth war Moderatorin und ihre Vorgängerin war Frau Hömberg. Damit lasse ich aber jetzt die Namensnennung, denn es gibt unweigerlich immer noch viel mehr. Aber es ist schön, dass so viele mit auf dem Weg sind und auch bleiben. Ja, vielen Dank. Von mir aus auch vielen herzlichen Dank, und dass wir das so feiern konnten. Es ist gut, dass wir am Anfang die Messe gefeiert haben, des Weges auch, wenn das dann als etwas gedrängter war, und wir werden ja dann zusammenkommen. Ich fahre zwischendurch noch nach Hause bis zu der Feier dann im Sommer, weil ich wohne ja in Ihrer Pfarrei. Ich bin ein Pfarrglied und ich wähle auch immer mit. Ich habe bisher immer mitgewählt und wähle auch weiterhin mit und bin auch sonst immer erreichbar. Das ist für mich eine sehr schöne Geste und ein schöner Ort, dass hier direkt neben Heilige Familie auch wirklich ein Stückchen zu Hause sein kann. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und wirklich viel Freude im Herzen. Das ist, glaube ich, das Geschenk, das wir vom heiligen Johannes Don Bosco empfangen dürfen. Die Reliquie, mit der ich Sie segne, das ist kein Aberglaube, als ob die Reliquie jetzt was machen würde. Sie ist ein ganz tiefes Zeichen der Verbindung mit ihm, so soll man es sehen, und bitten ihn um seine Fürsprache beim Gott heute und alle Tage, dass er mit uns geht und bei uns bleibt, so wie er bei den Menschen in Turin in ihrer ganzen Unsicherheit damals geblieben ist, in unserer ganzen Unsicherheit der Corona-Epidemie, in unserer ganzen Unsicherheit, wie das mit der Kirche und hier weitergehen wird, wie es mit den Kirchen und der Ökumene weitergeht, wie wir die Menschen erreichen werden, wie es mit dem Bezirk weitergeht und den Herausforderungen, die für Frau Bürgermeisterin ja nun wirklich hier groß sind. Das alles, Gläubige, Ungläubige, Halbgläubige, Menschen, die hier leben, auch hier leiden, sie alle empfehlen wir der Güte Gottes. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der gütige Gott, der den heiligen Johannes Don Bosco zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Amen.
Sein Vorbild lehre euch und seine Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Am heutigen Festtag gedenkt die Kirche in Freude des heiligen Johannes Don Bosco. Gott führe euch nach diesem Leben zur ewigen Gemeinschaft mit ihm. Amen. Das gewähre euch die Dreieinige, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott. Danke auch Chor und Orchester. Dem hören wir auch gerne jetzt nochmal zum Schluss zu. Sehr geehrter Herr Dr. Koch, sehr geehrter Herr Merz, sehr geehrte Frau Bühler, sehr geehrte Frau Schade, sehr geehrter Herr Klose, sehr geehrte Gemeindemitglieder. Sehr gerne habe ich heute Ihre Einladung angenommen zur Eröffnung der neuen Pfarrei Johannes Bosco, Berliner Südwesten, einige Worte zu sprechen. Unsere Gesellschaft entwickelt sich fortwährend und stellt jeden Einzelnen von uns vor neue Fragestellungen. Auch das Erzbistum Berlin kennt diese Umbrüche und Veränderungen. Wenn sich das Verhältnis der Menschen zum Glauben und zu ihrer Kirche wandelt, entsteht daraus eine neue Aufgabe. Das Erzbistum Berlin hat diese Herausforderung angenommen. Dabei stellte sich ihnen allen voran eine ganz bestimmte Frage. Wie kann die Kirche ihren Auftrag auch morgen erfüllen? Und wie schaffen sie es, Menschen mit Jesus Christus in Berührung zu bringen? Der Prozess, wo Glauben Raum gewinnt, ist ein Teil der Antwort, die sie auf diese Frage gefunden haben.
Mit der Neugründung der Pfarrei Johannes Bosco gewinnt der Berliner Südwesten ganz konkret einen neuen pastoralen Raum, ohne dass die bestehenden Gemeinden verloren gingen. Der Schutzpatron der Pfarrei, der heilige Johannes Bosco, ging insbesondere in der Kinder- und Jugendseelsorge auf. Er wird als fröhlich, witzig und immer wohlwollend beschrieben und widmete sein Leben und sein Werk der Jugend. Von ihm überliefert ist das Zitat: Erziehen ist vor allen Dingen eine Sache des Herzens. Auch Sie haben sich mit offenem Herzen und voller Tatkraft der Kinder- und Jugendarbeit und der Generationsprojekte verschrieben. In den Kinder- und Jugendgruppen, bei Pfadfinderaktivitäten, auf Jugend- und Familienfahrten, aber auch in Seniorengruppen, bei gemeinsamen Kiezspaziergängen und bei so vielen anderen Gelegenheiten werden Freundschaften geschlossen, Erinnerungen für das ganze Leben geprägt und Gespräche über Gott, die Religion oder auch die sprichwörtlich ganze Welt geführt. Sie bilden so mit ihrem Engagement ein leuchtendes Beispiel für ein gemeinschaftliches, altersunabhängiges und generationsübergreifendes Miteinander. All dies sind Werte und Erlebnisse, die die Kinder und Jugendlichen ein Leben lang begleiten. Diese Kinder und Jugendlichen finden sich vielleicht eines Tages auch als betagtere Gemeindemitglieder zusammen. Und wenn auf ihrem Lebensweg vieles passieren und auch einiges das Leben erschüttern lassen, lassen sie ihre Gemeindemitglieder, aber auch die anderen Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft niemals allein. Von Kitas und Schulen über Studentenverbindungen und Familienangebote bis hin zu den Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen begleiten, bestärken und fördern sie in allen Lebensphasen. Ob der Weg zu ihnen kurz ist oder weit, ihr Einsatz für Geflüchtete und die Unterbringung syrischer Familien zeigen, dass die Herkunft bei der Begleitung und Unterstützung für sie keine Rolle spielt, sondern nur die Gemeinschaft. Ich möchte die Gelegenheit heute dafür nutzen, allen Festangestellten, allen Teams der unterschiedlichen Einrichtungen und Gemeinden und insbesondere den zahlreichen freiwillig Engagierten zu danken, die sich tagtäglich ihren facettenreichen Aufgaben stellen und dabei nicht nur über Toleranz und Miteinander reden, sondern sie jeden Tag aufs Neue zu erleben. Wie in allen Lebensbereichen stellt die Corona-Pandemie die Arbeit der Gemeinden und der Pfarrei seit nun fast einem ganzen Jahr auf eine besondere Probe. Gottesdienste mussten entfallen, Gotteshäuser blieben geschlossen und die Kirche, die doch eine der wichtigsten Institutionen der Nähe, der Nächstenliebe und des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft ist, musste auf Distanz zu ihren Gemeindemitgliedern und ihren Besucherinnen und Besuchern gehen. Natürlich stellt sich da einem jeden Christen auch die Frage nach einem beherzten Einbringen und einer öffentlich wirksamen Einflussnahme zum Wohle aller, so verschiedenen die Nöte zu dieser Zeit auch sein mögen, auch über die Religionszugehörigkeiten hinweg. Und eben das tun sie, die Mitglieder der Gemeinden in der Pfarrei Johannes Bosco. Sie bringen sich ein, sie unterstützen, sie leisten Hilfe, sei es im Bereich der Bildung, im Sozialen und an den vielen anderen Stellen, an denen ihr Engagement gebraucht und geschätzt wird. An dieser Stelle möchte ich Ihnen nicht nur für dieses bemerkens- und nachahmenswerte Engagement danken, sondern besonders auch dafür, dass Sie unter den veränderten Umständen neue, mitunter auch unkonventionelle Wege gesucht und beschritten haben, um Ihren Gemeindemitgliedern und Besucherinnen und Besuchern durch die Ängste und Ratlosigkeit der Pandemie zu helfen und um über räumliche Distanzen hinweg, sei es über das Telefon,
das Internet oder mit gebührendem Abstand bei einer direkten Begegnung Trost zu spenden, Beistand zu leisten und Zuversicht zu geben. Auch der heutige Gottesdienst ist geprägt von Abstandsgeboten und der damit verbundenen Rücksicht auf andere. Und dennoch wird die Pfarrei heute eröffnet, wodurch deutlich wird, dass das Erzbistum und die vielen Gemeinden auch in Krisenzeiten wie diesen arbeitsfähig und tatkräftig sind. Lassen Sie mich meine Worte mit einem weiteren Zitat von Johannes Bosco beschließen. Das Beste, was wir auf der Welt tun können, ist Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bei allen Hürden und großen Veränderungen viel Energie, Erfolg und Zuversicht für die kommenden Herausforderungen. Vor allem wünsche ich Ihnen den von Bosco beschworenen Frohsinn und viel Freude an Ihren vielfältigen Aufgaben. Ich bin sicher, dass die Pfarrei Johannes Bosco mit ihren Gemeinden auch in Zukunft so verlässlich, offenherzig und erfolgreich Menschen zusammenbringen, unterstützen, fördern und begleiten wird. Ihre Kerstin Richter-Kotowski. Die jüdischen Christen im Südwesten Berlins stellen sich neu auf und laden dazu die evangelischen Christen, wenn es losgeht. Herzlichen Dank für diese Einladung. Ich spreche gerne zu Ihnen als Superintendent des evangelischen Kirchenkreises. Ich habe gelesen, was Sie sich überlegt haben, was Sie vorhaben. Und beim Lesen gedacht, über so etwas schreibt es sich sehr viel einfacher, als es sich umsetzen lässt. Denn wie wir Menschen so sind, wie unsere Kirchen, ich glaube beide so sind, mit Veränderungen tun wir uns schwer. Vor allen Dingen mit den Veränderungen, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben, die manchmal die Zeit, die sich verändert, von uns erzwingt. Ich denke deshalb, wenn wir vor solchen Fragen stehen, gerne an eine Geschichte, die aus Ihrer Kirche erzählt wird. Mutter Teresa. Mutter Teresa wurde einmal gefragt, was aus ihrer Sicht am allerdringendsten sei zu verändern in der Kirche. Und sie überlegte kurz und antwortete dann wohl ganz spontan und sagte, ja, da fallen ihr zwei Dinge ein, die dringend verändert werden müssten, und das seien Sie und ich. Und Mutter Teresa denke ich manchmal und versuche mich über sie daran zu erinnern, was vor allen Strukturveränderungen und Neuzuschneiden immer stehen muss, nämlich der Ruf des Evangeliums an uns alle, dass es Zeit ist, unser Leben zu verändern. Johannes Bosco hat heute Geburtstag und dazu sagen wir evangelischen Christen im Südwesten Berlins herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen auf deinem Weg. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen in der Pfarrei Johannes Bosco im Südwesten Berlins, liebe katholische Geschwister, herzlich grüße ich Sie alle. Die wenigen, die heute den Festgottesdienst zur Eröffnung der Pfarrei Johannes Bosco direkt in der Herz-Jesu-Kirche mitfeiern können und die vielen, die auf digitalem Wege mit dabei sind. Ich grüße Sie als Superintendent der 14 evangelischen Kirchengemeinden in Steglitz, in Lichterfelde und in Lankwitz. So grüße ich Sie also sowohl aus der Nachbarschaft als auch aus der Familie. Welche Freude und welche Ehre, dass Sie mich heute zum Festgottesdienst eingeladen haben. So wird sichtbar, wir gehören zusammen. Geografisch sowieso, aber vor allem als Geschwister, als Kirche in Berlin. Herzliche gute Wünsche aus der Familie begleiten Sie. Ich überbringe sie Ihnen aus dem Kirchenkreis Steglitz. Wie könnte es anders sein? Meine und unsere guten Wünsche verbinde ich mit einem Bibelwort, und zwar mit dem sogenannten Wochenspruch.
der heute am letzten Sonntag nach Epiphanias die neue Woche eröffnet. Der Prophet Jesaja ruft uns zu: Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ein Satz wie eine Fanfare, ein Satz großer, strahlender Hoffnung. Weihnachten gilt weiter. Weihnachten ist nicht vorbei. Das Licht, das den Hirten mitten in der Dunkelheit der Nacht erschien und ihnen die Furcht nahm, das leuchtet weiter. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint auch über uns. Gott ist Mensch geworden, fürchtet euch nicht. Wir gehen durch winterlich graue Wochen und Monate. Wir gehen durch wahrlich nicht leichte Zeiten. Auch als christliche Gemeinden haben wir daran Anteil. In unserer sich schnell verändernden Welt müssen auch wir uns verändern. Wir müssen unsere Strukturen verändern. Wir müssen von vielem Liebgewordenen Abschied nehmen, um neuem Raum zu geben. Zu diesem Neuen gehört auch die Gründung der Pfarrei Johannes Bosco. Jesaja verbindet seinen festlich strahlenden Fanfarenstoß mit der Aufforderung: Mache dich auf, werde Licht. Mache dich also auf als Christin und als Christ, als katholische Kirchengemeinden im Berliner Südwesten, als ökumenisch verbundene Christenheit. Mache dich auf, steh auf, schau nach vorn, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. So wünsche ich Ihnen allen, dass die Herrlichkeit des Herrn Ihren Aufbruch begleiten möge. Die strahlend festlich klingende Fanfare, die zum hoffnungsfrohen Anfang bläst. Ich wünsche Ihnen allen, dass Gottes Licht Ihren Weg erleuchten möge, Schritt um Schritt. Und ich wünsche uns allen, als ökumenisch verbundene Christinnen und Christen hier im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, dass wir Licht werden und Licht ausstrahlen, gerade jetzt, gerade in dunkler Zeit.